Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben jungen Mitbürger. Was alle Jahre wiederkehrt, droht zur Gewohnheit zu werden. Das entspricht unserer Natur. Und doch wollen wir unserem Leben möglichst viel Inhalt geben, müssen wir auch für das, was uns zur Gewohnheit wird, immer wieder aufs Neue die Sinnfrage stellen. Dies gilt auch für den Nationalfeiertag. Dass ein gesetzlicher Feiertag ist, das wissen wir. Dass er uns an jenen 26. Oktober 1955 erinnert, an dem der österreichische Nationalrat das Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität Österreichs beschlossen hat, ist manchem von uns noch in Erinnerung. Und dass diese immerwährende Neutralität, die damals beschlossen wurde, unserer Republik eine sehr wertvolle Aufgabe vermittelt, die wir im Interesse Europas und manchmal sogar im Interesse der Welt, immer aber auch gleichzeitig im eigenen Interesse erfüllen, das werden wir uns auch manchmal zum Bewusstsein bringen. Mir scheint, der Nationalfeiertag verlangt noch mehr von uns. Er erinnert uns an die grundsätzliche Frage, was wir, also jeder von uns, bereit sind, für unsere Republik Österreich, also für unsere Heimat und für unser Volk zu tun. Er stellt uns also die Frage, ob wir zum Beispiel die übrigen Angehörigen unseres Volkes, unsere Mitbürger, wirklich als Mitmenschen betrachten und auch so behandeln oder nur als solche, die eben auch da sind, vielleicht sogar sehr zu unserem Missbehagen, wenn sie nicht unsere Auffassungen teilen. Das Jahr bis zum nächsten Nationalfeiertag wird ein Prüfstein der Echtheit unserer demokratischen Gesinnung sein. Eine Volksabstimmung unmittelbar vor uns, Landtagswahlen und die Nationalratswahl im Jahre 1979 sorgen für heftige Emotionen und Auseinandersetzungen. Als Bundespräsident steht mir nicht das Recht zu, Sie zu beeinflussen, wie Sie abstimmen oder wen Sie wählen sollen. Aber ich habe das Recht und die verfassungsmäßige Pflicht, eindringlich zu bitten und zu mahnen, dass in aller Auseinandersetzung, die in einer Demokratie verständlich und notwendig ist, doch das Gemeinsame noch erkennbar bleibe. Die Demokratie ist nicht nur eine formale staatsrechtliche Qualifikation unserer Republik. Sie ist auch eine besondere Lebensform, die das Leben schöner und menschenwürdiger zu machen geeignet ist. Aber sie legt uns auch Pflichten auf. Pflichten für jeden in seinem Verhältnis zum Staat und in seinem Verhältnis zum Mitmenschen gegenüber. Alle, die wir Staatsbürger Österreichs sind, haben also eine Verantwortung für diese unsere Republik. Und zusätzlich bedenken Sie bitte, auf Österreich schauen mehr Menschen, als wir gemeiniglich annehmen. Diese in ihrer Hoffnung auf die Möglichkeit einer wirklich gelebten, guten und echten Demokratie zu enttäuschen, das scheint mir grausam. Und ich meine, es würde auch nicht ohne Konsequenzen für uns selbst bleiben. Lassen wir also den Nationalfeiertag nicht unbedacht, also nicht ohne seinen Sinn und seinen Ruf zu überdenken, an uns vorbeigehen.